Das literarische Quartett kommt heute, wie meist, aus Mainz. Und es nehmen teil, wie immer, Helmut Karasek vom Spiegel Hamburg, Sigrid Löffler von der Süddeutschen Zeitung München und Marcel Reichernitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Frankfurt. Unser Gast heute, Joachim Kaiser, er ist unser Gast schon zum zweiten Mal von der Süddeutschen Zeitung, ich könnte beinahe sagen, der Stolz der Süddeutschen Zeitung. Musikkritiker, Theaterkritiker, Literaturkritiker, Autor bedeutender, vor allem musikwissenschaftlicher Werke, ein höchst beliebter, geliebter, bewunderter, gerühmter Kritiker, also zugleich ein sehr umstrittener Kritiker, denn alle guten Kritiker sind natürlich umstritten. Wir freuen uns, Joachim Kaiser, dass Sie wieder bei uns sind und wir wissen, wie viel wir der Qualität der heutigen Sendung Ihnen verdanken werden. 5 Bücher werden heute wie üblich von uns erörtert, dabei 4 zumindest 4, wenn nicht alle 5 Romane mit ziemlich starkem politischem Hintergrund. Wir beginnen mit einem amerikanischen Buch eines jungen amerikanischen Autors, Rick Moody. Jung, das heißt längst über 30, Gott weiß warum. Früher haben die Leute mit 23 debütiert, jetzt debütieren sie überall mit 34 Jahren. Rick Moody, ein Roman, der Eissturm. Es ist schon sein zweites Buch, also er hat etwas früher debütiert. Und es ist ein Buch über seine eigene Kindheit wahrscheinlich, denn es ist ein historisches Buch über das Amerika der Watergate-Zeit und der sexuellen Revolution. Diese beiden Sachen spielen in dem Buch eine große Rolle. Das Buch spielt in Connecticut, in Neuengland, in einer Stadt, die New Canaan heißt. Und das ist eine der reichsten Gegenden des damaligen Amerikas. Und die Bürger dieser Stadt sind trotzdem äußerst unzufrieden und unglücklich mit ihrem Leben. Die Generationen verstehen sich nicht. Die Erwachsenen fliehen in den Alkohol und in die Promiskuität. Die Kinder fliehen auch in die ersten sexuellen Experimente. Man kann sagen fliehen, denn es ist ein Buch über die Selbstbefriedigung und die Selbstbefleckung. So muss man es moralisch sagen. Es ist ein Buch, das in einer Schlüsselparty gipfelt. Schlüsselparty, das war damals in Amerika eine neue Mode der sexuellen Befreiung. Man griff sich nach dem Fest einen Schlüssel und mit dem Schlüsselbesitzer versuchte man dann ins Bett zu gehen. Diese Schlüsselparty findet hier auch unter Nachbarn statt am Schluss, aber sie wird von der Natur auf das Empfindlichste, von der schmierigen Komödie in eine Tragödie verwandelt, denn es gibt einen Jahrhundert-Eissturm, bei dem eines der Kinder zu Tode kommt. Und eigentlich zeigt das Buch, dass vor Sexualität nur so auf jeder Seite wirklich voll ist, von voll sexuellen Schilderungen. Eigentlich zeigt es dabei, deshalb sei Leser gewarnt, die darauf aus sind, eigentlich nur die Enttäuschungen der Sexualität und der Frust, der dabei entsteht. Das möchte ich doch der Deutlichkeit halber sagen. Naja, man könnte doch denken, dass man das schon sehr oft gelesen hat. In Wahrheit ist es natürlich wieder so eine prototypische Geschichte über das Amerika, Mittelamerika, wo es am allermittelsten ist. Eine Familie, 2 Kinder, auch das sozusagen entspricht dem statistischen Durchschnitt. Der Mann, der Familienvater, ein Versager, auch das entspricht dem Durchschnitt. Wir haben auch schon bei anderen amerikanischen Romanen dieser Art eigentlich dieselbe Konstellation gehabt, die eigentlich, würde ich sagen, darin gipfelt, dass die Libertinage, die sexuelle Libertinage, die neue Konformität ist. Der Konformitätsdruck, der eigentlich im puritanischen Amerika auf Sitte und Anstand aus ist, ist eigentlich genau der gleiche Konformitätsdruck jetzt in Richtung Libertinage. Auch da darf sich niemand entziehen. Wenn Schlüsselparty angesagt ist, müssen alle mitmachen, ob sie wollen oder nicht. Meistens wollen sie gar nicht. Na, manche können doch sagen, ich will nicht und tun es nicht, wenn ich recht gelesen habe. Also man hat die Freiheit zu sagen, ich gehe da vorher nach Hause.
Ich glaube, die erste Zeile des Romans ist, das Wort Komödie kommt davor. Und es ist ja alles verdammt abgekartet. Es sind also 2x4 Personen, 2 Eltern, 2 Kinder, die Kinder treiben es miteinander und so weiter. Ich habe mich am Anfang, ehrlich gesagt, bei dem Lesen so gefühlt, wie wenn ich im Theater sitze und da sind lauter nackte Leute auf der Bühne. Also man, es gehört ja, ist ja ein bisschen fortschrittlich zu sagen, das geht, und man gewöhnt sich auch daran, dass man sich nicht gewöhnt. Aber plötzlich hatte ich dann den Eindruck, das wird so kasuistisch abgehandelt. Also 3 Seiten über Onanie, dann 3 Seiten über Impotenz und dann 3 Seiten über, was weiß ich, über Ehebruch. Da steckt etwas dahinter, was mich so ein bisschen, als ob da mit Affekt und Effekt der Leser drangehalten werden soll, ist es so ein bisschen ein überkompensierter Puritanismus, denke ich. Soll das etwa heißen, das sei vom Autor alles stark kalkuliert? Ich habe den verdammten Verdacht. Es geht ja sogar so weit, dass das eine Art Entwicklungsroman wird. Zuerst sind also die Eltern ganz scheußlich und der Vater wird als Versager geschildert, obwohl sie eigentlich alle ganz gut verdienen. Und dann zum Schluss ist der eine Vater, der wird dann plötzlich etwas besser. Der eine Vater erklärt seinen Kindern, warum sie das alles gemacht haben. Und wir haben also sozusagen, wir sind für das Neue. Wir wollen. Aber Jochen, bei diesen Erklärungen hast du eigentlich gemerkt, dass da höchste Ironie waltet. Die Erklärung ist ziemlich hoffnungslos und ziemlich trostlos. Was der Vater denen erklärt, das ist sozusagen durch die satirische Brille gesehen. Na gut, aber er ist doch plötzlich, er kümmert sich um seine Kinder, er geht ihnen etwas näher ran. Er versucht es, die eine Ehe geht auseinander, die andere bleibt anscheinend zusammen. Also ich finde, in dem Ganzen ist so ein bisschen das Muster eigentlich einer Komödie, die mit sehr starken sexuellen Sachen spielt. Also wir können das hier gar nicht zitieren, das wäre furchtbar, man kann das günstigstenfalls lesen. Und alles in allem habe ich das Gefühl, die Figuren haben auch keine Freiheit. Es passiert ja auf jeder Seite was, es wird also nachgerechnet. Das soll eigentlich ein Zustand der modernen Menschheit sein, dass die Figuren weniger Freiheit haben, als sie sich einbilden. Ja, komm, ist nicht ein Punkt wichtig, oder eigentlich 2 Punkte wichtig. Ja. Dieses Buch spielt im Jahr 1973. Und Watergate, es ist sozusagen aus der Perspektive eines Kindes oder eines Jungen, der damals ein Kind war, erzählt, aber vom Rückblick von heute. Also jemand, der heute versucht, seine damalige Familie noch einmal aufzuarbeiten oder zu schildern. Dieses Jahr 1973 ist ganz wichtig. Der Eindruck, den Sie hatten, Herr Kaiser, den hatte ich auch. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass das sehr mechanistisch angelegt ist. Dass da jemand, sagen wir mal, den alten Jahrgang von Time und Newsweek des Jahres 73 nochmal anschaut, zum Beispiel auf Bestsellerlisten, auf Charts, was waren damals die Popsongs, was waren damals die populärsten Bücher. Alles wird hier noch einmal referiert, um eigentlich wie die Fliege im Bernstein noch einmal den Gestus des Jahres 73 zu referieren. Aber das Ganze ist doch eigentlich sehr artifiziell. Mein Argument ist etwas unfair. Ich war in diesem Jahr an einem amerikanischen College an der Ostküste und ich bewundere die Genauigkeit der Schilderung dieses Buchs in allen Details. Natürlich macht er sich manchmal darüber lustig. Er sagt ja auch, wie ein Katalog, der über die 50er oder 60er Jahre, der zweite Teil beginnt mit einem Katalog über die Mode und die Wohnungseinrichtungen. Ja, nur Augenblick mal. Merkwürdigerweise bin ich hier etwas vereinsamt. Offenbar mir hat das Buch sehr viel Spaß und Vergnügen bereitet. Mir auch. Ja, so vereinsamt sind Sie gar. Gott sei Dank. Also es ist sehr viel Sexualität drin in dem Buch. Banal ist das nicht, obszön ist das nicht. Was mich am meisten interessiert hat, was das Buch heraushebt aus einer Menge ähnlicher Bücher, ist, dass die Sexualität von 13- und 14-jährigen pubertierenden Mädchen und Knaben gezeigt wird, die eigentlich gar nicht so dringend was wollen, aber die jemanden nachmachen. Ob die Eltern, sie wissen scheinbar, was sich bei den Eltern abspielt, denen macht das gar nicht so viel Spaß, aber es ziemt sich, dass der Junge das Mädchen auffordert, sich auszuziehen, und er braucht nicht viel zu reden, sie zieht sich gleich aus.
Was sich da abspielt, wie er das, die psychischen Begleitumstände schildert, das ist schon sehr gut. Das ist ein glänzender junger Autor. Wenn gesagt wird, das sei der Updike der 90er Jahre, das ist ein Slogan der amerikanischen Presse, offenbar von dem Verlag aufgegriffen, ist das nicht ganz falsch. Natürlich so gut wie die Geschichten des jungen Updike ist diese Prosa nicht. Oder vielleicht sagen wir mal vorsichtiger, noch nicht. Die Geschichten waren blendend, wahrscheinlich das Beste, was Updike im Leben geschrieben hat, diese Kurzgeschichten. Also diese Party in New York, ja, wo der Junge bei der begüterten Mitschülerin auf Besuch ist und die haben erst Haschisch und er flieht dann in die Nacht raus, das ist schon bester Updike. Also das, ja, ist schon, also, sehr, nein, es ist zum Beispiel die Geschichte ziemlich gut, wenn die eine Ehefrau, die kommt aus einer Familie, wo die Mutter Säuferin war und ihr Bruder war es auch und der Vater war ein Ire. Da ist schon was gesehen. Aber die, zum Beispiel, es ist ja wahnsinnig viel auch preziös, wenn es heißt, der eine Vater in der Familie ist impotent wahrscheinlich, weil er so viel getrunken hat und der guckt auf sein Maskulinum wie auf ein Erinnerungsstück, so das erinnert dann an die Mauer aus Berlin, heißt es so, es ist so, nicht so zurück oder so. Oder wenn es heißt von den Frauen, sie haben ihr Leid in sich zusammengebunden, so wie die Asiatinnen die Füße, ja, das ist doch alles Quatsch. Ja, Augenblick, mal Augenblick. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass das ein großer Quatsch ist. Nicht alles, Augenblick, aber diese Präziositäten. Augenblick mal, ich glaube, es ist nicht sehr fair, bei einem amerikanischen Buch, das bei uns erschienen ist, einzelne stilistische Wendungen, Bilder rauszugreifen und anzuprangern. Denn so sicher bin ich nicht, ob da nicht der Übersetzer mit der Kaiser hat in einer Hinsicht doch schon, nach meiner Ansicht nach, recht, wenn er sagt, er presst manchmal die Bilder, ja, sehr gewalttätig. Ja. Aber auf der anderen Seite, er hat so gute Beobachtungen, wie die Mutter sagt, in 10 Minuten ist das Essen fertig. Und es war unsinnig wie jedes Mal, wenn sie das sagt. Also solche wenn die Mutter zum Beispiel sagt, ich leide unter den Kleinigkeiten des Haushalts, dass ich da was vergessen habe, da was machen muss, eigentlich viel mehr als unter den schlimmsten Katastrophen. Das ist doch sehr gut. Das ist toll. Ich finde es doch nicht absolut. Bloß, ich finde, er ist an manchem zu ehrgeizig. Zum Beispiel, es soll doch wohl hergestellt werden, eine Beziehung zwischen politischer Situation und der Art von Promiskuität. Nein. Meinst du die nicht? Politische Situation wird als Hintergrund mehrfach mit erwähnt. Aber das sind wir mitteleuropäische Leser, die gleich sehen wollen, dem Mann ging es darum zu zeigen, dass Vietnam die Leute impotent gemacht hat oder irgend sowas. Das stimmt nicht. Das Sexuelle ist im Vordergrund. Aber nicht so stark abhängig. Es war nur die Zeit, wo Amerika wirklich in einen doppelten Umbruch war. Die puritanische Moral ist zerbrochen und das politische System ist zerbrochen. Das war ein Zufall. Mir gefällt schon sehr gut, es ist auf der ersten Seite, unten. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie wir in den 70er Jahren gesagt haben, mein Gott, es ist alles erfunden, was es auf der Welt gibt. Was soll denn noch erfunden werden? Und der Autor zählt auf, es von damals bis heute alles noch nicht gegeben hat. Und das ist fabelhaft gemacht und eine wunderbare Aufzählung dessen, was uns heute umgibt. Ja, und schon, was uns, aber das ist schon richtig. Aber es zeigt doch, dass dieses Buch eine soziologische Umweltanlage ist. Künstlich. Nein. Es wird einfach nur noch einmal der ganze Katalog dessen, was es damals gegeben hat, aufgezählt. Mir sind die Figuren zu lebendig dazu. Dazu sind mir die Figuren zu lebendig. Und noch etwas, guckt mal, diese Szene, wo der Vater, des Mädchens, das glaube ich, der Vater, in den Keller kommt auf der Suche nach seiner Geliebten, findet dort unerwartet seine Tochter und einen Knaben. Die Tochter zieht sich schon aus. Und die Geliebte ist nicht da, Die Geliebte ist nicht da und die sind schon beinahe in Aktion. Es ist ihm peinlich, er weiß nicht, was er tun soll. Und das Ganze, wie gezeigt wird, dass der Vater sich hier schuldig fühlt, dass er sieht, die Kinder machen doch nur die Eltern nach. Natürlich ist ihm das nicht recht, aber er weiß auch nicht, wie er das seiner Tochter verübeln soll. Das ist schon sehr subtil geschrieben. Ich möchte einen deutschen Autor, deutsche Autoren dieser Generation, Doppelmoral ist zu einfach. Die Doppelmoral ist schon eine schöne, ein exakter Einfall.
wie gesagt, er erwischt die beiden und jetzt muss er seiner Frau sagen und weiß, dass er sich damit verrät, ja, weil was hat er dort im Haus zu suchen? Ja. Und er findet diese Geschichte mit der Tasse, die er zurückbringt. Also der Autor versteht sein Handwerk zumindest, ob jetzt Doppelmoral oder Dreifachmoral. Und er versteht es mir sogar Nebenfiguren, diese Gastgeberin dieser Party, die kommt nur auf drei Seiten vielleicht. Ich habe hier einen Verdacht. Ein Verdacht, der vielleicht etwas klärt. Karasek und ich, wir sind, anders als ihr beide, an dieser Thematik interessiert. Das musste kommen. Argumentum ad hominem. Und über Onanie und Onanie von Kindern oder Halbwüchsigen gesagt wird, ich finde das nicht so uninteressant. Na, so interessant finde ich nicht. Ja. So interessant finde ich nicht, dass es da heißt, halt, 6 Milliarden Liter Onanie und das ist so viel wie Tschernobyl, fand ich nicht so cool. Nein, aber es geht doch um was anderes. Ich lese unentwegt deutsche Romane seit vielen Jahren. Ich kann nicht sagen, dass diese Themen in deutschen Romanen so gründlich schon abgehandelt wurden. Ich sehe, dass hier etwas Neues kommt und noch etwas. Aber man kann wirklich sagen, also um zur Onanie zu kommen, möchte ich doch noch einen Satz dazu sagen. Der Karl-Kraus-Satz wird auf das Schönste in dem Buch bestätigt. Der Beischlaf hält nie, was die Onanie verspricht. Und insofern ist das Buch auch in dieser Hinsicht sehr klug. Aber man da möchte ich noch was sagen. Ja. Es ist auch ein sehr konservatives Moment drin. Zum Beispiel, man hört doch dauernd die tollsten Sachen. Wir haben ja hier nur das Allerharmloseste zitiert, sonst wären sie alle schon rot geworden. Man hört dauernd die tollsten Sachen und dann sagt der Vater zu seinen Kindern, ihr habt aber da und da Scheiße gebaut. Und dann erstarren die alle wegen dieses Ausdrucks. Das kommt auch vor. Oder zum Beispiel, er sagt, es hat keinen Zweck, die Geliebte mit der Ehefrau zu vergleichen. Die Ehefrau ist natürlich besser, so wie die Klassik besser ist. Also auch das ist da letzten Endes wird da mit lauter Versatzmarken gespielt. Mein lieber Joachim Kaiser, Sie wollen um jeden Preis das Buch, das mir so viel Spaß bereitet hat, lächerlich machen. Ich habe da nichts gegen die Klassik. In dem Buch ist noch etwas, was sehr wichtig ist. So viel Sexualität von Halbwüchsigen und Erwachsenen. Und von Liebe ist eigentlich gar nicht die Rede. Und plötzlich sehen wir eine Gesellschaft, die eigentlich nicht weiß, was sie auf dieser Erde tun soll. Und man hat den Eindruck, die Väter oder die Großväter der Erwachsenen aus diesem Buch, die haben noch irgendwas gehabt, nämlich vielleicht die Religion. Die ist weg. Und nun sind Sie völlig hilflos da. Nur Genuss um jeden also Preis. Also lassen Sie mich einen Satz noch zu der Liebe sagen. Es gibt dieser Hauptheld, der eine Vater und Ehemann ist in der Tat ein ziemliches Scheusal, aber ein Scheusal, wie es uns alle Tage auch nicht nur in Neuengland, sondern wahrscheinlich auch in München begegnen könnte, wenn man sich Mühe gibt und sich umguckt. Ja. Aber dieser findet nun einen toten Jungen, den Sohn seines Nachbarn. Und diesen Jungen hat er sein ganzes Leben lang gehasst. Einmal, weil er der Tochter nachstellt, dann, weil die immer Streiche machen. Und wie der versucht, diesen zum Leben zurückzuführen in seinem Suffkopf, das ist ein Moment großer Liebe und Zuneigung. Auch wie er seine Tochter hochhebt und sie über den Schnee trägt. Ich hatte mehr an Erotisches gedacht. Nein, aber es gibt was anderes. Erotisches, aber es gibt eben auch eine Liebe sozusagen zu der Kreatur. Ja, gut. Ja, es gibt, darüber können wir alle noch nachher debattieren. Jetzt Marcel Beyer, ein junger deutscher Autor, ungefähr so alt wie dieser Amerikaner. Und Frau Löffler wird über sein Buch. Ja, der Marcel Beyer hat mit dem Rick Moody wirklich überhaupt nichts zu tun. Außer dem Alter. Ja. Der Schnitt ist wirklich sehr hart. Flughunde hat zwei Helden. Es ist ein Konstrukt, das sehr kompliziert und auf den ersten Augenblick auch etwas seltsam klingt. Der eine Held dieses Buches, Erzähler, ist ein Akustiker, ein Fachmann für Akustik, der für Goebbels im Dritten Reich die Beschallungsanlagen für seine großen Auftritte, inklusive des Auftrittes im Sportpalast, organisiert hat und die Beschallung und die Übertragung geregelt hat. Dieser Mann, ein Fachmann, wir sehen ihn, wir erleben ihn, wie er sich von einem Fachmann entwickelt zu einem Unhold.
ein Mensch, der so fasziniert ist von Akustik, von der menschlichen Stimme, dass er beginnt mit Stimmexperimenten an lebenden Menschen, die eigentlich sofort nahtlos übergehen in Folterungen, um der menschlichen Stimme alles abzupressen und auf Tonbändern oder Magnettonbändern zu konservieren, was die menschliche Stimme hergibt in Extremis. Also Röcheln, Todesschreie, Schmerzensschreie, was nur geht. Um eine Landkarte zu entwerfen der Möglichkeiten der menschlichen Stimme. Er ist sozusagen ein Stimmunhold, wie der bei Patrick Süskind im Parfum der Grenouille ein Geruchsunhold gewesen ist. Eine ganz ähnliche, grauenerregende, horrende Figur, Erfindung. Und diesem Menschen, Unhold, wird entgegengesetzt eine zweite Stimme, auch eigentlich eine ganz horrende Idee, nämlich die älteste Tochter der Familie Goebbels, Helga Goebbels, ein 12-jähriges Kind, die, wie man ja historisch weiß, im Bunker der Reichskanzlei von ihrer Mutter, wie die ganze Familie, vergiftet wurde, 6 Kinder. Dieses 12-jährige Mädchen ist eigentlich so eine Art Rotkäppchen, die umgeben ist von lauter Wölfen. Der Roman ist zum Teil dokumentarisch, wie ja auch diese Figur dieses Akustikers zum Teil jedenfalls dokumentarisch ist. Im letzten Drittel spielt sie in den letzten Tagen des Hitlerregimes im Bunker der Reichskanzlei. Ja, aber 12 Jahre ist sie am Ende, die Kleine des Romans. Am Anfang ist sie 8 Jahre. Am Anfang ist sie 8. Und ich glaube, das ist eine sehr fragwürdige Sache in dem Roman und eine imponierende. Mit anderen Worten, ich kann es nicht vertragen, wenn in einem Roman als Ich-Erzähler ein Kind auftritt. Das geht immer schief. In der Regel immer. Und zwar aus folgendem Grund. Entweder redet das Kind, erzählt das Kind Dinge, die seine Möglichkeiten weit übersteigen. Und das ist unglaubhaft, dass ein 9-jähriges, 10-jähriges Mädchen derartiges Beobachten sagen kann. Oder aber, das Kind redet naiv und eben kindlich. Und das möchte ich auch nicht lesen. Das ist eine Methode, die es in der DDR gab. Erwin Strittmatter hat mal einen Roman geschrieben, Tinko, wo der Ich-Erzähler ein Knabe von 12 oder 13 Jahren war. Und wann man ihm gesagt hat, der Roman sieht die Rolle der Partei nicht. Sagt er, ist ein Kind kann die Rolle der Partei nicht sehen. Und was immer man ihm vorgeworfen hat im Strittmatter, politisch unreif ist das Buch. Ich heiße doch ein Kind, der Ich-Erzähler. Ich glaube, das Ungewöhnliche in dem Buch ist, dass dem Marcel Beyer das gelungen ist. Ja, es gibt eine Passage, wo das Kind mitgenommen wird zur Proklamation des totalen Kriegs. Und dies ist so gut beobachtet, weil das Kind wirklich kindlich darauf reagiert. Unbefangen. Und in dieser Unbefangenheit und in dieser Kindlichkeit. Also erstmal stellt das Kind fest, der Papa redet 2 Stunden, ohne rauchen zu müssen. Ja. Das konnte er sonst nicht. Ja. Und die Leute stinken alle so, weil sie so zusammengedrängt sind. Und hört er denn nicht bald auf? Und dabei schildert das Kind eigentlich den barbarischen Unsinn dieser letzten Aufforderung, im schon verlorenen Krieg, den Krieg doch noch zu gewinnen. Also ich finde, das Buch ist ein Virtuosenstück des Entsetzens. Das ist mit großen Opfern erkauft, aber toll gemacht. Nicht nur, dass das Kind tatsächlich anders spricht, nämlich so quasi parataktisch. Die Sätze gehen nacheinander, während der Karnow viel mehr hypotaktisch spricht. Sondern man muss auch sagen, es ist eine doppelte Reduktion da drin. Zuerst mal, dieser Akustiker, der ist so ein, eigentlich schlittert der da so ein bisschen rein in sein wissenschaftliches Interesse. Der Autor moralisiert ja überhaupt nicht, der ist ja eiskalt. Mhm. Das Einzige, was da so quasi die Kunst bringt, ist ein enormer rhythmischer Sinn fürs Schreiben. Aber man hat ja das Gefühl, der Akustiker weiß, dieser Karnow weiß kaum, was er tut. Der erinnert mich sehr, es gibt diese Geschichte Oberleutnant Boulanger von dem Alexander Clou, wo jemand die Köpfe abschneidet. Aber dass er eigentlich was Entsetzliches macht, kommt nur indirekt raus.
Und das, es wird auch alles so ruhig und eisekalt geschrieben, das ist so ein bisschen wie manchmal bei Strawinsky, also völlig ohne Gefühl, und dann wird es plötzlich ganz besonders schlimm, weil man merkt, mein Gott, was geschieht da mit den Menschen? Und die Töchter von dem Goebbels, also die Kinder von dem Goebbels, die reden ja so, die haben da den Karnau, der ist da, der hilft da so ein bisschen, und die haben furchtbar viel Personal. Das kommt eigentlich in dem Sprechen der Krieg nicht vor. Das heißt, nicht nur, dass der Autor nicht sein späteres Wissen über die Figuren, also das, was man heute weiß, quasi die wissen lässt, sondern die reden auch so, sowohl der Akustiker wie auch die anderen, als ob sie gar nicht merkten, dass der Krieg verloren geht, als ob das quasi kein Thema ist und so weiter. Das ist doch toll. Das ist die positive Seite des Buches. Ja. Das ist doch ein Buch. Ja, ich meine, das ist der Lohn. Ja. Das ist doch ein Buch über aber das Dritte Reich und den Krieg. Oder das Dritte Reich während des Krieges. Und der Autor Beyer reflektiert hierüber. Sehr wenig, beinahe nicht. Nicht überhaupt. Nicht nicht. Ja. Das ist ja das Glänzende. Übrigens, Frau Löffler hatte recht, dieser Geruchsspezialist aus dem Patrick Süskinds Buch Parfum, daran erinnert es. Mich erinnert es an was anderes. Es gibt einen weltberühmten Roman, in dem gerade diese Frage des Tons, der Tonbandaufnahme und dergleichen Mittelpunkt steht, nämlich Solzhenitsyns Roman Der erste Kreis der Hölle, wo ein Spezialist ein System erfindet, um alle menschlichen Laute sofort zu identifizieren. Also wenn man Abhörapparate hat, die im Telefon abhören, kann man sofort sagen, das ist die Stimme von Ivan Ivanovich, der in der Petrovskaya Straße 43 wohnt in Moskau. Das ist etwas ganz Ähnliches wie hier. Aber ich finde, dass der Solzhenitsyn etwas mehr moralisiert, dass der etwas mehr Mitleid zeigt. Ja, dieser gar nicht. Der etwas mehr Mitleid zeigt. Dasselbe Motiv. Also ich meine dieses Ende des Dritten Reichs darin zu beschreiben, dass die alle wie Bunkerlemuren sind, Goebbels sich aber eine Höhensonne noch mitgenommen hat, damit er braun ist, oder die Hilflosigkeit der hitlerschen Küche, wo die Fruchtfliegen alles, man hat ja nichts mehr dagegen, die Fruchtfliegen sozusagen das Essen vernichten. Und Hitler ist sehr genau geschildert, obwohl er gar nicht vorkommt. Er wird eigentlich nur geschildert durch seine zwei Krachausbrüche, die enttäuschenden Ausbrüche, und durch seine Schokoladensucht, mit der er alles beschmiert noch, und die große Schreibmaschine. Also es ist, obwohl es frei von moralischen Tönen ist, obwohl es frei von Besserwisserei ist, für mich eines der eindrucksvollsten Bücher über die letzten Kriegstage. Ja, gut. Vor allem, glaube ich, er hat ja natürlich die zentrale Metapher des Dritten Reiches zu fassen gekriegt. Propaganda, das ist die Akustik. Ja. Ne? Also ja, es steht Medium, auch an einigen Stellen des Buches, ist ja ganz deutlich gesagt. Hitler hätte nie die Macht erlangt, wenn es nicht Lautsprecher gegeben hätte. Er hat ja, das wissen wir, dass er mit Hilfe der Rede ein ungeheurer Erfolg erzielt. Ja, aber das ist natürlich ein unglaublicher Zugriff von dem jungen Autor. Man muss natürlich auch sagen, dass er das dem Medienphilosophen Kittler zum Teil zu verdanken hat, dass er sozusagen dessen Theorien in den Roman übergeführt hat. Aber das ist kein Einwand. Nein. Es ist natürlich dieser Positivismus von ihm, dieses Klirrende. Das Buch hat mich auch mehr beeindruckt als vieles, was ich gelesen habe. Dabei ist es natürlich doch so ein bisschen auch ein Exil. Moment, das Seelische ist ja, als wäre es etwas Krankes verleugnet. Das Buch hat auf eine merkwürdige Weise etwas ganz hart Neoklassizistisches. Das ist mir zu gebildet. Warum ist das neoklassizistisch? Weil es in einem ziemlich hohen Ton geschrieben ist, weil es sich ungeheuer viele Verbote, was man alles nicht sagen darf, was alles nicht gemacht wird, was nicht vorkommt. Das hat schon was von dieser enormen Durchfrisierung. Ist es nicht im Grunde traditionell erzählt? Nein. Warum nicht? Das hätte ich gern gewusst. Warum nicht? Weil es zwei Perspektiven durch filmische Schnitte ineinander fügt. Das hat E.T.A. Hoffmann schon im Katamur gemacht. Ja, das aber es ist im Grunde genommen ein... Aber Katamur ist auch nicht sehr traditionalistisch. Ich muss auch sagen, Katamur ist eine Weile her. 190 Jahre her wohl. Nein, ich glaube, dass dieser Autor eins
hatte. Er hat was wirklich über das Dritte Reich zu sagen. Und er hat das Bild gefunden oder die Bilder. A, die Perspektive des Kindes. B, der Mann, der Spezialist, der Fachmann, dieser Albert Speer. Das ist so einer, der für jeden diese Tonbandaufnahmen machen würde. Wenn er später geboren wäre, würde er Ulbricht dienen. Ist ja ganz egal. Es kommt nicht mal seine Leidenschaft raus. Der wird doch eigentlich gar nicht so als wilder Fachmann, nein, sondern der schlittert da. Der schlittert rein. Jochen, Entschuldigung, darf ich wieder für einen Gefühlsmoment plädieren? Für einen einzigen. Ich finde auch, es hat, und das Wort klassizistisch ist dafür schon sehr gut, für diese Kälte, die es hat. Es gibt aber eine einzige Ausnahme, wo ich wirklich sage, ich gestehe das nicht ungern, das hat mich fast zu Tränen gerührt, diese Geschichte der Schokolade, die dieser Unmensch der Tochter noch gibt, kurz bevor sie umgebracht wird, weil ihre Schwester Geburtstag haben wird. Und sie versteckt sie, weil es ist natürlich verboten, Hitler da die Schokolade zu klauen. Also zu Tränen kann mich das nicht rühren, wenn man gleichzeitig weiß, dass dieser Unhold nämlich die Sterbegeräusche, die Sterbeseufzer der Kinder aufnimmt. Ja, ja. Heimlich eben, aufnimmt. Aber ich meine, von den Kindern aus gesehen, wie sie sagt, dass die Schokolade, also sozusagen die einzig humane Tat, die er für sie begeht, die wird auch zu nichts führen, die ist völlig übel. Sie haben ja recht, wenn Sie sagen, der Unhold nimmt heimlich auf. Aber wie denn beschrieben wird, wie die Geräusche klingen, wenn in einem Schlachtfeld die Verwundeten so allmählich schreien oder stöhnen, sterben, das hat was Tolles. Da hat man das Gefühl, gerade weil es so positivistisch ist, ist es in gewisser Weise rührender, als wenn da ein Subjekt überflüßt und kann noch gar nicht merken, dass es eigentlich gar nicht mehr existiert. Naja, da ist schon was dran. Also wir sollen bei allem, was wir über die Motive dieses Buches reden, nicht eins vergessen. Das ist doch etwas völlig Ungewöhnliches. Das Buch eines deutschen Autors, eines jungen Autors, nicht viel über 30. Und das ist gut. Das gibt's doch gar nicht. Ein gutes, hochinteressantes, glänzend erzähltes Buch, sprachlich sehr sicher. Das ist ein ungewöhnliches Ereignis. Ja, es ist geradezu beängstigend perfekt. Das ist Als der Alexander Kluge seine Lebensläufe schrieb, war er nicht älter. Ja, aber Alexander Kluge, das ist ein anderer Fall, nur ganz kurz, hat diese Lebensläufe in schrecklichem Deutsch geschrieben. Man sagte, das sei Rollenprosa. Und dann hat er eigene Aufsätze und Essays geschrieben, die waren genauso schrecklich geschrieben. Er kann gar nicht ein anderes Deutsch. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Wahrscheinlich haben Sie recht, aber wollen wir es nicht so in einem Nebensatz so. Aber das kann man nicht. Also, das heißt, man kann es sagen, das ist falsch. Ja. Nein, es ist nicht. Nein, es ist nicht. Lesen Sie die Aufsätze, die er da. Aber warum sollen wir jetzt Herrn Kluge mit einem Nebenaxt? Weil das sprachlich beherrscht ist und der Mann hat es nicht verdient, dass wir ihn auf das Niveau des jungen Kluge. Ja, der andere war Abteig, der ist Kluge, gut, aber Sie sind beide Sie selber. Wir wollen zum nächsten Buch übergehen, Jorge Sombrun. Wie heißt das Buch? Ich habe den Titel nicht behalten, weil er so schrecklich ist. Schreiben oder Leben. Was heißt Schreiben oder Leben? Warum? Man kann schreiben. Geld oder Leben heißt es normalerweise. Also, ein Buch von Jorge Sombrun. Sombrun ist ein Spanier, der aber seit dem Bürgerkrieg in Spanien in Frankreich, in Paris lebt. Ein Mann heute über 70, 74 Jahre alt, ein angesehener, weltberühmter Autor, vor allem durch einige Bücher, die ziemlich deutlich autobiografische Bücher sind. Er war in Buchen, war im Widerstand, im französischen Widerstand und dann in Buchenwald und hat Buchenwald überlebt. Dieses Buch ist wiederum ein autobiografisches Buch. Es beginnt mit dem Takt der Befreiung Sempruns in Buchenwald. Und es beschäftigt sich in einem nicht geringen Teil mit der ersten Woche, mit den ersten 10 Tagen nach der Befreiung. Nachher geht es weiter, zeigt er Erlebnisse und verschiedene Vorgänge aus den 50er, 60er Jahren, schließlich bis zum Jahr 92. Allerdings 92 bei einem erneuten Besuch Sempruns in Buchenwald. Ein Buch also wiederum eigentlich über den Nationalsozialismus und die Folgen. Ein Buch, über das man fälschlich gesagt hat, es sei eigentlich ein Deutschlandbuch. Das stimmt nicht.
Es ist vielmehr ein europäisches Buch und ein Versuch, die europäischen Intellektuellen am Beispiel des Ich-Erzählers, aber auch anderer Figuren zu zeigen und deren Entwicklung von 1945 in den folgenden Jahren. Natürlich unter anderem deren Verhältnis zum Kommunismus und die Faszination, die vom Kommunismus ausging, auf verschiedene Intellektuelle, gerade in jener Zeit. Das Buch beschäftigt sich auch sehr viel, die Handlung ist, wenn man überhaupt von Handlung sprechen kann, in verschiedenen Orten, gar nicht in Deutschland notwendigerweise, in der Schweiz, im Tessin, in Italien, in Paris häufig. Das Buch beschäftigt sich mit vielen intellektuellen Fragen der Epoche. Philosophie, Literatur, Kunst. Und was er dazu sagt, ist in hohem Maße, glaube ich, ein Versuch, das Symptomatische rauszugreifen und zu zeigen. Was mir an dem Buch vor allem aufgefallen ist, das ist nicht eine Frage der Wertung noch gar nicht, dass es sehr leicht lesbar ist. Dass es ein hochintellektuelles Buch ist, das gleichzeitig sehr leicht lesbar ist. Aber wer sagt? Ich wollte eine Bemerkung machen, was es für mich aufregend gemacht hat. Ich könnte dann anschließend, was es für mich ärgerlich gemacht hat. Aufregend für mich hat es gemacht, dass es gegen die Political Correctness in einer unvorstellbaren Weise verstößt. Es zeigt nämlich die Befreiung vom Buchenwald und zeigt, wie die befreiten Kommunisten sofort ein übergroßes Stalin-Bild da anbringen und sagen, so, jetzt werden wir die Deutschen da einsperren, es gehören nur die richtigen Häftlinge da rein. Das ist also, ich habe nur etwas überspitzt, aber das ist sehr ungewöhnlich. Das Buch ist über weite Strecken neben der Erinnerung an die Barbarei des Faschismus eine Abrechnung mit dem Kommunismus. Das ist sehr stark. Semprun war ja selbst, ist ein Selbstkommunist gewesen, ist von seiner Partei ausgeschlossen worden in den Ende der 60er Jahre, ist dann Kultusminister in einer sozialdemokratischen, in einer sozialistischen Regierung in Spanien geworden. Und eigentlich ist dieses Buch in dieser Passage ebenso aufregend wie in der Passage, wo es mit sehr einfachen und nicht immer legitimen Mitteln mit der deutschen Philosophie abrechnet, mit Heidegger. Das ist der zweite. Ich will nur noch sagen... Ich verstehe das nicht mit dem Kommunismus. Ist das ein Einwand gegen nein, das Buch? Nein, nein. Dass die Auseinandersetzung das mit Kommunismus... Das verstößt sicher gegen die Erwartungshaltung der Leser, dass ein Kommunist in Buchenwald befreit wird und das Erste, was er erlebt, ist, dass seine Genossen Buchenwald sozusagen sich wieder in die Hand nehmen und ein neues Buchenwald daraus machen werden. Das ist... Ich habe vielleicht doch eine andere Lesart für dieses Buch anzubieten. Das, was Sie sagen, ist sicher ein Aspekt, aber mir scheint, dass es in dem Buch eigentlich doch um was anderes geht. Das Thema, so wie ich es gelesen habe, scheint mir doch zu sein, die Schwierigkeit mit einer so horrenden Erfahrung wie das Konzentrationslager es ist, nachher weiterzuleben. Das Problem, das der Jorge Semprún ja jahrzehntelang hatte, war, dass er darüber nicht sprechen konnte. Er war ja ein ganz junger Mann, wie man weiß, er ist sozusagen als Schüler, da war das schick, in die Résistance gegangen, wie seine Klassenkameraden auch. Die Klassenkameraden haben es ohne KZ überlebt, er hat es mit KZ überlebt. Er kommt 45 im Frühjahr zurück und die Klassenkameraden und Freunde von damals sitzen noch immer in den Cafés und reden über Sartre und Camus. Und in dem Moment verstummt er. Er kann das, was er erlebt hat, ihnen nicht vermitteln. Er versucht es in demselben Jahr aufzuschreiben, scheitert. Er kann nicht darüber schreiben, weil man nicht weiterleben kann in einer banalen Welt mit dieser Erfahrung. Und er verstummt auf, glaube ich, 15 oder 16 Jahre, ehe plötzlich die Erinnerung wieder kommt. Also eigentlich handelt das Buch von den Schwierigkeiten mit Erinnerungen zu leben. Ich habe noch eine dritte Lesart. Sie haben das eben so dargestellt, als ob er, weil er kommt aus dem KZ und sieht die Leute diskutieren über Sartre und das verschlägt ihm sozusagen die Sprache. Das stimmt meiner Ansicht nach nicht. Das Tolle an dem Buch ist doch der enorme Ästhetizismus. Man hat doch das Gefühl, die sind da unter den fürchterlichsten Umständen
Und was dauernd zitieren Sie Lyrik? Wann habe ich den René Char gelesen? Im KZ wird über Aragon gesprochen. Also man hat das Gefühl, die Kunst ist da nicht etwa, um zu beschönigen, sondern um das Leben überhaupt durchhaltbar zu machen. Ja. Und der Titel, den Sie meiner Ansicht nach fälschlich angegriffen haben, Schreiben oder Leben, der meint ja nichts anderes. Wenn ich schreibe, schaffe ich es nicht. Dann kommen immer wieder diese Erinnerungen. Und sie kommen bei ihm komischerweise wie bei Proust. Also sie kommen genauso wie bei Proust die Madeleine. So kommt, wenn er Schnee, Eisdunst sieht oder wenn er einen bestimmten Geruch hat, dann kommt ihm das alles wieder. Das heißt, wenn er es schreibt, geht es nicht. Und wenn er lebt, muss er vergessen. Und dann hat das Buch ja noch eine tolle Klammer. Es ist ja deshalb so gut geschrieben, weil alles so aktiviert ist. Er sagt ja nicht, ich sah furchtbar aus, sondern er sagt, die Leute, die mich ansahen, hatten alle so einen entsetzlichen Blick. Was muss ich für entsetzliche Augen gehabt haben? Also so macht er es. Und dann kommt er zum Schluss 1992, lässt er sich überreden, dahin zu gehen. Und man hat am Anfang gehört, dass er nach seinem Beruf gefragt hat und er sagt, ich bin Student. Und da fragt er ihn zurück, sind Sie wirklich Student? Er sagt, ja, natürlich bin ich Student. Er weiß gar nicht, dass das ja ungünstig ist, weil Facharbeiter eine Chance haben zu überleben und Studenten eine ganz kleine. Und da kommt er, da wird ihm ein Buch gezeigt und da hat dieser Mann, der in Aufnahmen geschrieben, Stuckateur. Und das hat ihm das Leben gerettet. Das ist also quasi die Klammer. Aber ich finde, die Rolle, die die Kunst da spielt und wie man sich erinnert und diese Assoziation. Und die Philosophie. Das ist doch toll. Ich bin manchmal, finde ich, das Buch wird etwas so kurz, es ist und so elegant, es wird ein bisschen geschwätzig. Also bestimmte Zitate werden dreimal, wie am Brief von Mentor gefeiert worden ist, oder dreimal kommt das Gleiche, also das nicht sehr ergiebige Kafka-Zitat und so. Das ist doch eine andere Sache. Das Buch ist doch kein Roman und keine Autobiografie. Es sind Erinnerungen, die bestimmte Themen aus dem bestimmten Aspekt, aus dem Leben des Autors wiedergeben. Ja, aber es ist doch auf eine sehr kunstvolle Art. Ja, aber man kann natürlich sagen, aber ich finde das unerheblich. Es sind da einige Erinnerungen, beispielsweise Salzburg, Priformentor, Ledig Rowohl, darauf hätte man verzichten können. Es ist aber etwas anderes in diesem Buch. Die Art und Weise, wie die Literatur als eine Möglichkeit zu überleben, gezeigt wird, in schrecklichster Situation, in der Angst vor dem Tode, doch ein Trost, das schreckliche Wort sei hier verwendet, darin zu sehen, dass man sich an Verse von Baudelaire oder Valéry erinnert. Der Tod dieses Philosophen, der sein Lehrer war an der Sorbonne, Hildebrand, so ein deutscher Name mit H, der stirbt und dem er überhaupt nicht helfen kann im Lager. Und das Einzige, was er für ihn tun kann, er wird ihm kein Gebet sprechen. Er weiß, dass einer, der kein Gläubiger ist, er spricht ihm ins Ohr ein Gedicht von Baudelaire. Das ist das Einzige, was er ihm noch zu bieten hat. Das ist schon erschütternd geschrieben, weil sehr, sehr schlicht geschrieben. Er schreibt in einer klaren, einfachen Sprache. Wie ist nicht kunstvoll überdreht. Niemals. Also natürlich, man muss doch der Ehrlichkeit halber sagen, dass das bereits das dritte Buch über Buchenwald ist, das Jorge Sembrun geschrieben hat. Man kann sogar sagen, nach 45? Man kann sagen, dass er eigentlich ein Buch immer wieder schreibt. Und auch das ist eigentlich kein Einwand. Er hat zunächst mal die große Reise geschrieben, das war sozusagen die Fahrt nach Buchenwald. Dann, oh, was für ein schöner Sonntag, das war das Leben in Buchenwald. Und nun das dritte Buch, die Befreiung. Und eigentlich hat er immer wieder die gleichen Stationen oder Knotenpunkte seines Lebens in neuer Weise wieder aufbereitet, neu betrachtet. Naja. Und ich finde, das ist nicht schlecht. Wenn man die drei Bücher kennt, weiß man natürlich sozusagen, die Punkte des Lebens, über die doch Jorge Sembrun immer wieder auf neue Art sie wieder verknüpft, sie wieder heraufholt. Ja, aber Löffler, wenn ich mich recht entsinne, ist die Zeit nach 45 in den beiden anderen Büchern kaum behandelt. Und hier haben sie ja also man könnte das Buch auf einen Satz bringen, wie überlebe ich das Überleben? Das ist das Thema des Buchs. Und er bringt dafür auch andere Beispiele. Er führt ja an Celan, er führt Primo Levi an. Ja. Er nimmt Beispiele Leidensgefährten, die es nicht überlebt haben. Und er sagt, warum er es überlebt hat, weil er nicht gleich geschrieben hat und so weiter. Also das hat schon Deshalb ist diese, was ist auch falsch zu sagen, das ist ein Roman. Er hat ja selber gesagt, am Anfang hieß es, glaube ich, wir haben 5 Romane heute. Er hat doch selber gesagt, man kann so etwas nicht als Ehererzählung schreiben.
Man kann es aber auch nicht als bloße Ich-Erzählung schreiben, sondern, das kommt ja vor, es muss ein gesteigerter Ego-Bericht sein. Übrigens, das ist Frau seine Löffler, These. Es kommt ein großes Plädoyer für Schindlers Liste vor. Es sagt, die einzige Darstellungsmöglichkeit, die es für das gibt, ist der fiktive Film, nicht der Dokumentarfilm. Der Dokumentarfilm muss überführt werden in eine fiktive Handlung. Nur so sei das Grauen zu bewältigen. Habe ich mir sofort angestrichen, wollte ich unbedingt loswerden. Ja. Übrigens noch etwas. Es ist ja ganz wichtig in dem Buch, es ist ja vorher gesagt, und ich glaube, Frau Löffler hat es gesagt, dass er, Jorge Semprún, über dieses Thema, über dieses Lager, über dieses Überleben viele Jahre nicht schreiben konnte, der es nach 15, 16 Jahren geschrieben hat. Wir haben doch damit unentwegt zu tun. Wir haben doch hier vor 2 Jahren, glaube ich, über das Buch von Ruth Klüger, Weiterleben, über ihr Überleben in Auschwitz und Ravensbrück gesprochen. Und dieses Buch hat sie 40 Jahre nach der Befreiung geschrieben. Dass sich viele Menschen scheuen, das, was sie erlebt haben, zu schildern, und dass erst ein jahrzehntelanger Abstand nötig ist, das ist sehr überzeugend, hat Gründe, psychologische und andere. Und Semprún hat daraus das Beste gemacht. Und ich finde, was er da sagt über Schriftsteller, über Literatur, ist oft sehr schlicht. Aber es ist eigentlich immer ziemlich wichtig und interessant. Also über Heidegger zum Beispiel finde ich schon gut sagen, einen Philosophen sagen, man kann das Gewese und Gewerke, man kann es einfach nicht übersetzen. Und das spricht schon allein Übrigens, eines der zu den Besten in diesem Buch, finde ich, gehört dieses Kapitel über den amerikanischen Leutnant, der ein Berliner Jude ist, der in Rosenfeld oder so ähnlich, der in amerikanischer Uniform dabei Buchenwald auftaucht und mit dem er nun in Weimar ist, am Goethes Gartenhaus und dann am Frauenplan. Das ist eigentlich eine ungeheure Szene, wie der Jude aus der amerikanischen Armee zum Interpret deutscher Kultur wird gegenüber einem Mann, der eben von den Deutschen aufs Schlimmste gemartert wurde und der hingerissen ist von der Erinnerung an Goethe. Das hat der Semprún schon großartig geschrieben. Wir gehen weiter. Wir sprechen immer über die erste Hälfte, fällt mir auf. Ich würde doch zu sagen wagen, so schön und beeindruckend, das ist die zweite Hälfte des Buches, ist entschieden schwächer als die als der Anfang. Deswegen was vielleicht ich über die erste. So ist es. Weil mir das Buch insgesamt... Das stimmt. Weil mir das Buch insgesamt gefallen hat. Und wenn mir ein Buch gefallen hat, spreche ich über die Kapitel, die gut sind und nicht über die schwachen, die verzeihe ich einem Autor. Aber wenn Ihnen ein Buch nicht gefällt, sprechen Sie auch nicht gerne über die guten Kapitel. Soll ich das als Schluss daraus ziehen? Ja. Und zwar... Man muss seine These, die man hat über ein Buch, ob es gut, schlecht oder mittelmäßig ist, natürlich belegen. Und man wird sie doch mit denjenigen Kapiteln belegen, die der These entsprechen und nicht mit den anderen. Ach, Herr Reichonitzki, verraten Sie doch nicht alle unsere Tricks. Doch, ich verrate. Heute. So, vor allen Dingen. Freunde, wir müssen weitergehen. Ivan Klima, ein tschechischer Schriftsteller in Deutschland, nicht unbekannt. Warten auf Dunkelheit, warten auf Licht, den Titel, das ist also auch eine Filmsache, die da jemand machen will. Es handelt sich nämlich um die Geschichte aus einem beschädigten Leben. Ein junger Mann in einer Diktatur, der auch mal hat fliehen wollen aus der CSSR mit einem Freund, nimmt dann doch eine Stellung beim Staatsfernsehen an. So eine Mischung aus Kameramann, macht auch mal selber Filme, Dokumentationsfilme, will beispielsweise mal einen Film über Irrenhäuser machen, aber da heißt es, das geht nicht, weil die große Brudermacht, die uns beherrscht, die tun die Irrenhäuser dazu benutzen, um ihre politischen Gefangenen da reinzulegen, also nicht. Dann macht er einen Film über den alten Staatspräsidenten. Und er hat natürlich seine Freunde und Menschen, die einen haben sich von ihm abgewendet, die sagen, du machst da mit. Die anderen sagen, na ja, er macht es ja so ganz gut. Es kommen verhältnismäßig viel Handlung, die ich hier nicht alle ausführen will. Das ist alles sehr schön erzählt. Er ist ein bisschen ein Anti-Held, nicht sehr stark, nicht sehr fesselnd. Und es ist sehr spannend doch zu sehen, wie die Figuren um ihn herum sich, wenn sie merken, jetzt kommt die große Befreiung und wahrscheinlich geht diese Diktatur so nicht weiter, wie die sich alle ändern, wie die Opportunisten werden. Der ihn immer noch gewarnt hatte vorher, der ist plötzlich ganz anders. Ein alter Freund, der sich zurückgezogen hatte, der wird dann plötzlich im Fernsehen sein Chef. Und er
möchte eigentlich nicht mehr und kann auch nicht weitermachen. Ein bisschen ein Dialog, der nicht so furchtbar stark ist mit seinem alten Freund, der nun plötzlich ein Vorgesetzter ist, bringt ihn dazu zu sagen, ach Gott, ich höre doch lieber ganz auf. Und die neue Freiheit enttäuscht ihn auch ein wenig. Und zum Schluss wird er eine Art Pornofilmer. Und es hört eigentlich genauso verbittert und verbitternd auf, wie es angefangen hat. Es ist also die Geschichte eines Menschen, der ein bisschen mitgemacht hat und der ein beschädigtes Leben hat, der etwas Schuld hatte, aber nicht nur Schuld. Naja, ja. Ich glaube, wir haben heute irgendwie die Stunde der schwachen Männer, die Stunde der Versager. Wir hatten diesen Benjamin Hood, der auch schon eine so gescheiterte Figur war. Und wir haben hier diesen Antihelden bei Ivan Klima. Sehr schön, mich hat der Roman gefesselt aus folgendem Grund. Ein schwacher Held, der aber Träume hat. Es ist eine absolut schizophrene Situation. Sein Mitmacher- oder Trittbrettfahrerleben, sein uninteressantes, wird eigentlich immer konterkariert durch die Träume, die er hat, die in Form von Filmerzählungen auf einer anderen Erzählebene dann da immer eingeflochten werden. Der Grund seiner Beschädigung, so erzählt uns der Roman, ist seine missglückte Flucht. Als ganz junger Mann hat er versucht, mit einem Freund über die Grenze zu fliehen. Es ist ihm misslungen, er saß sogar eine Zeit lang im Gefängnis. Seither ist er offenkundig gebrochen, sieht also, er kommt aus dem Land nicht raus und arrangiert sich und versucht in dieser großen Unfreiheit seine kleinen Freiheiten sich zu nehmen. Dann kommt also die samte Revolution 89. Jetzt eigentlich könnte er reisen, jetzt hat er einen Pass, jetzt kann er reisen. Was tut er? Er nimmt eine kleine Pornodarstellerin mit, sagt, hast du deinen Pass dabei? Sie fahren über die Grenze, um ein Dirty Weekend in Deutschland oder in Österreich zu verbringen. Das ist also jetzt die Freiheit, die er benutzt. Das ist ja wirklich eine sehr zynische, um nicht zu sagen, sehr traurige Pointe. Ein Augenblick mal, man kann das absolut so deuten, wie Sie sagen. Das ist die Freiheit nun und so benutzt er sie. Man kann auch anders aber sagen, dass der Roman zeigt, wie ein Mensch im kommunistischen Staat, einschließlich der Flucht, die ihm nicht gelungen ist, und Gefängnis und so weiter, kaputt gemacht wurde, so kaputt gemacht wurde, dass er von der Freiheit, wenn die schon da ist, gar nicht mehr profitiert. Man kann es noch eine Spur weiter drehen. Man kann sagen, dieser Mann ist durch seine Flucht für die Kommunisten suspekt und ruiniert. Er rettet sich, da ist er ähnlich vielen tschechischen Helden, denken wir an der unendliche Leichtigkeit des Seins. Er rettet sich in Liebesgeschichten, die auch so Halbheiten sind. Er ist ein halber Frauenheld, auch da eine unglückliche Figur. Und jetzt, dadurch kriegt er Gelegenheitsarbeiten, also er hat eine halbe Existenz im Kommunismus. Er darf den Präsidenten drehen, immerhin durch eine Beziehung. Und jetzt kommt die Freiheit, und das ist für mich das Aufregendste an dem Buch. Die Freiheit ist nicht so schön, wie sie geträumt wurde. Auch da bilden sich wieder neue Seilschaften, neue Interessenverbände. Auch da wird er wieder abgedrängt. Und er hat die Wahl, entweder im alten Rundfunk sozusagen unter neuen Vorzeichen das Alte zu machen oder eben über den Abstieg, über Werbefilme, wobei das mir ein bisschen pathetisch vorkommt, warum sollen Werbefilme schlechter sein als das, was er da vorher zusammengekurbelt hat. Aber das. Aber hier ein Punkt, der ganz wichtig ist und der alle betrifft, die ein Lager oder ähnliches oder totalitäre Verhältnisse in totalitären Staaten oder den Krieg überlebt haben. Man hat immer unter schrecklichsten Bedingungen geglaubt, wie wird das herrlich sein, wenn der Augenblick der Freiheit kommt? Stellt sich aber heraus, dass der Augenblick der Freiheit gar nicht genossen werden kann, weil er neue Probleme schafft. Weil man da sofort kämpfen muss, um etwas zu essen, um irgendwelche Arbeit. Und nicht Arbeit. Der Mitläufer gewesen sein will. Sofort, es ist die Vision der Befreiung ist herrlich, die Realität ganz schwierig. Und das zeigt er in dem Buch. Es gibt eine gefilmte Demonstration, als die Studenten sich endlich trauen, offen und die Polizei nicht mehr auf sie einschlägt. Das ist so ein großes Durchatmen und das ist schön geschildert. Und dann beginnt wieder der genau gleiche bürokratisch geregelte, durch Intrigen verletzte Frauen und so weiter geprägte Alltag. Wir hängen das Buch jetzt eine ganze Nuance zu hoch.
Da ich Trivialromane oder Kolportage ganz gerne lese, würde ich sagen, es hat so ein bisschen was vom Trivialroman. Es erinnert mich, also, aber es ist nicht so gut, es ist nicht so gut wie Remarque war, sagen wir mal, Arc de Triomphe, weil es hat zu, obwohl es von einem Mann namens Klima ist, es hat zu wenig Verzweiflungsatmosphäre. Es ist sehr geschickt gemacht. Zum Beispiel das, was Sie eben gesagt haben, kommt da ja vor. Da sagt mal jemand, man kann sich nur das Leben vorstellen, das man lebt. Man kann sich eine andere Lebensform nicht vorstellen. Man kann sie zwar wünschen, man kann sie für sie demonstrieren, aber vorstellen kann man sie sich nicht. Das ist ja schön. Aber sonst stehen auch viele Sätze drin und so, Lebensweisheiten, die sind nicht direkt banal, sie sind auch nicht weise, sie sind in der Mischung. Von einem Trivialroman unterscheidet das Buch doch etwas sehr Wesentliches, dass man das Gefühl hat, man bekommt eine ziemlich genaue, nicht sehr künstlerisch, Hove, will ich gar nicht drüber streiten mit dir, man bekommt eine ziemlich genaue Aufzeichnung der Zustände in der Tschechoslowakei. Ja. Die Einzimmerwohnung der Freundin, wo der Ehemann noch hinter der Gardine mitwohnt und wie die Frau wieder zu dem Mann geht, als er vielleicht Entschädigung von seinem Haus bekommt. Die Schlossverwalter leben. Das kommt in Trivialromanen, ja, das kommt überhaupt nicht vor. Ich habe jetzt ein bisschen den Verdacht oder die Angst, dass wir über ein Buch, das von der bleiernen Zeit handelt, vielleicht auch in einer etwas zu matten Form referieren, so als ob das Buch matt wäre. Ich muss jetzt noch ein gutes Wort für das Buch einnehmen. Das habe ich auch eben versucht. Es hat einige Passagen, die ganz hervorragend sind. Und das sind die Passagen über den alten, über den senilen Präsidenten, der einsam am Hradschin sitzt, eine totale Paranoia entwickelt. Hat. Er glaubt sich nämlich von allen Leuten bespitzelt und verfolgt, weil er nämlich die Informationen derartig unterdrückt und filtert, kriegt er selber nur noch die unterdrückten Informationen, die totale Desinformationen sind. Und das ist derartig paranoid und so schön geschrieben. Ja, auch das der Krimi dabei natürlich. Ich glaube Folgendes. Man kann schwerlich von Trivialität sprechen, wo so stark der Autor immer wieder mit dem Indirekten arbeitet. Es gibt so ein Wort von Hofmannsthal, so zwei Zeilen, wenn du zeigen willst, so ungefähr wie ein Schloss brennt, dann zeig den Abglanz des Feuers in den Augen des Schlosshundes. Also das Indirekte, nicht Direkte, denn das macht er doch die ganze Zeit hier. Das Kapitel, dieses Kapitel über den, das mehrere, über den alten Präsidenten, der gefilmt werden soll, daher so in die Handlung reinkommt, ist ein Glanzstück. Es ist ein Glanzstück wohl deshalb, weil nie gesagt wird, auch nur ein schlechtes Wort über diesen alten Mann. Wird auch nicht gesagt, er ist senil. Es wird nur gezeigt, wie er mit seinem Diener, der früher mal Kellner war, sich unterhält und ihn fragt, bist du verheiratet oder nicht? Ja, ich bin verheiratet. Hast Kinder? Zwei. Was machen die? Erwachsen, so und so. Und dann auf der übernächsten Seite fragt er selber wieder. Sag mal, bist du verheiratet? Ja. Hast du Kinder? Ja. Und das wiederholt sich noch ein drittes Mal. Es wird nicht, hier ist alles indirekt gezeigt. Weiter. Es wird nicht Böses über den Präsidenten gesagt, aber wird doch gesagt, was für ein grausamer Mensch das war, früher, als er noch die Macht tatsächlich ausübte. Ach, es ist sogar ein Mitleid mit ihm, wenn der Präsident denn diesen einen Häftling sehen will, weil er selber... Moment, ich habe das Gefühl, das Wort trivial heißt, dass etwas schlecht ist. Ich habe es mit Remarque verglichen und mit Simmel. Trivial und Remarque und Simmel sind keine schlechten Autoren. Die bringen viel Wirklichkeit. Ist ein Autor, der sich in allen seinen Büchern, einschließlich des Hauptwerks im Westen nichts Neues, immer dem sentimentalen Kitsch bedenklich nimmt. Und das tut der nicht. Ich wollte noch ein weiteres sagen. Ich finde, es kommt nicht politisch so furchtbar viel Neues raus, was man nicht gewusst hat, sondern die tollsten Gestalten sind die alten Leute. Die alte Mutter und der alte Präsident. Aber was soll politisch Neues rauskommen? Romane sind nicht dazu da. Es zeigt die Atmosphäre. Wir reden jetzt doch davon, dass man da so furchtbar viel erfährt. Ja, aber die Atmosphäre erfährt man. Aber die Fakten sind doch bekannt. Also Verzeihung, das ist wie ein Wortspiel, sehr blöde. Das Klima... erfährt. Jetzt hört auf mit dem Klima. Das ist so, Kinder, wenn einer Klima heißt. Ich meine, entschuldige, wenn wir einen Roman von Josef Roth behandeln, dürfen wir nicht sagen, es kommen rote Blumen vor. Nein, aber ich muss sagen. Nein, das dürfen wir dann nicht. Also eigentlich darf man doch. Ich finde das schon, also die Schilderung des Staatsrundfunks, der in einem demokratischen. Das war für mich schon relativ neu und auch sehr schlüssig. Ja. Und auch der Umgang des Premiers
und des Präsidenten mit seinem Premier, das waren alles das ist schöne. Viel Erfahrung drin, klar. Ja, natürlich. Da stecken schon muss wahnsinnig auch sagen, viele. Das ist Gustav Husak, ist der da ganz augenscheinlich Modell gestanden. Ja. Wer von den Herrschaften hat mir gestern oder vorgestern am Telefon gesagt, er wäre schon ganz froh, wenn es so einen Roman über die DDR gäbe. Ich habe ein Alibi, ich war verreist. Ja. Also keiner will sich hier freiwillig dazu bekennen, dass dies ein Roman ist, eben wie wir ihn in der Literatur der Autoren aus der alten DDR nicht so rasch finden, auf dieser Ebene. Es ist ein sehr beachtlicher Roman, also. Natürlich eine Frage, darf ich mir wieder, ich habe Angst, es kommen sehr wissenschaftliche Begriffe als Antwort auf die simple Frage, wie ist das eigentlich erzählt in dem Roman? Wie ist das, wie kann man das nennen? Das ist nicht neoklassizistisch. Vielleicht darf man sagen, das ist eine traditionelle Erzählweise. Mir haben sich die Filmsachen eigentlich nicht deutlich genug unterschieden Nein. von dem anderen. Das ist entweder ein Übersetzungsfehler oder ein Fehler. Dann ist toll erzählt, und das ist ja nun wirklich Kolportage, wenn der Präsident einen Mann, der also hat fliehen wollen und der bei der Flucht Leute Geiseln genommen hat, und man hat versprochen, jawohl, du darfst fliehen, wenn du die Geiseln hier lässt, wird er natürlich doch verfolgt. Und dem will man nur was Gutes tun, der soll zum Präsidenten kommen. Jetzt glaubt er es aber nicht mehr, sondern tut sich aus dem Fluchtauto, bringt die ganzen Leute zugrunde, geht dann zu einer Schwester hin, die zufällig die Geliebte von dem Helden war, und die muss er dann beinahe umbringen. Ich will nur zeigen, also ein bisschen Kolportage ist da schon drin. Das ist aber alles sehr spannend. Bloß ich habe immer den Eindruck, wenn dieser Filmmensch sagt, wenn ich nur könnte, wie ich wollte, dann würde ich. Das ist doch so der Typus des Autors, den wir doch auch kennen, der sagt, also jetzt hier bei der Zeitung muss ich ja leider diese Scheiße machen, aber so wie ich Zeit und Geld habe, da mache ich das eigentliche Hauptwerk, das in mir reift. Ja, wo ich dann immer antworte, man ist genauso gut wie das Schlechteste, was man macht. Ja, das zeigt aber dieses Buch. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Filme, die wären auch alle nicht geworden. Ja, aber das glaubt das Buch auch nicht, dass die Filme was geworden wären. Erlaubt noch eine Bemerkung ganz anderer Art. Ich habe diese Zeit bis 1958 im kommunistischen Polen erlebt. Und vielleicht hat deshalb dieses Buch einen so großen Eindruck auf mich gemacht, weil mir das alles sehr bekannt vorgekommen ist, weil die Verhältnisse im Grunde genommen in der Tschechoslowakei bis 1958 und in Polen bis 1958 sehr ähnlich waren, nicht identisch, aber sehr ähnlich. Verzeihen und Sie, er hat etwas getan. Das spielt in einer anderen Epoche. Bitte? Es spielt nach 1968 und es sind die 21 Jahre nach dem Prager Frühling. Es ist diese Art von Enttäuschung der Generation, die den Prager Frühling gemacht hat. Aber es zeigt doch, denen dahin gekommen ist. Ja, aber das Regime... Wir haben Rückblenden unentwegt. Verzeihung, Herr Rechonitzki, das Regime ist ein anderes. Das Regime ist ein sklerotisches, das keine Macht mehr hat, sondern sich schon zum Tode schleppt. Das ist etwas anderes, als das noch wirklich Mächtige, die mächtigen kommunistischen Regime Freund der 50er Jahre, die ja auch grausam waren, die ja auch gefoltert haben. Nein, es gibt ja die Flucht. Die Flucht ist zur Hochzeit des Stalinismus. Natürlich, Und der Präsident ist der letzte Präsident, der noch... Die Flucht ist Anfang der 60er Jahre. Das ist eine Epochenverschiebung. Nein, die Flucht des Jungen, die war in den 50er Jahren. 50er Jahre, wo der mit dem Freund geflohen ist, wo das alles misslungen ist. Das ist doch alles drin in dem Roman. Es ist doch so, genauso wie in dem Buch von Jorge Semprún, Buchenwald unentwegt drin ist. In allen Kapiteln, die in den 60er oder 70er Jahren spielen, in den Erörterungen, wenn er redet über Heidegger oder Celan oder Philipp Ross, es ist immer wieder Buchenwald drin. Aber es geht um das geriatrische System, das in der Tschechoslowakei, damaligen Tschechoslowakei geherrscht hat. Und das ist typisch, diese Sklerose vor dem absoluten Zusammenbruch, der auch einfach dann nur noch ein Zerbröseln ist. Das zerbricht einfach, weil es überhaupt keine Kraft mehr hat. Aber, das schreibt er sehr gut. Wir müssen jetzt zur DDR übergehen, liebe Frau Löffler, das Buch von Helga Schütz. Ja, das ist der dritte Schwächling an dem Abend, ein gewisser Adam Brühl. Augenblick mal, der dritte Schwächling als Held. Held. Ja. Wollen wir mal genau unterscheiden, denn Sie werden Shakespeare fertig machen, weil Hamlet ein Schwächling war. Ich spreche von den drei Anti-Helden, die wir in diesen Romanen hier hatten. So der ist dritte das. Heutzutage sind die Menschen nicht mehr so stark. Adam Brühl.
und seine Zwillingsschwester Anna Brühl. Beide Findlingskinder, Brühl heißen sie, weil sie im Jahre 45 während der Brandnacht in Dresden unter den Brühlschen Terrassen in einer dieser Höhlen Gewölbe gefunden wurden. Die beiden sind getrennt worden. Der Junge hatte mehr Glück. Er wurde von einem prominenten DDR-Professor aufgezogen, Physiker, in seinem Haushalt. Ja. Physiker, Manfred von Ardenne, so einen Typus kann man denken. Das Mädchen Anna hatte weniger Glück. Sie ist ins Kinderheim gekommen. Mit 17 oder 18 Jahren ist dem jungen Mann Adam die Flucht nach Amerika geglückt. Er ist dort Universitätsprofessor gekommen und in seinem Sabbatical nach der Wende 89 kommt er nach Deutschland zurück, vorgeblich um seine verlorene Zwillingsschwester Anna Brühl zu suchen. Er lebt in einem sehr symbolischen Ort, nämlich in der berühmten Exklave Steinstücken vis-à-vis von Potsdam. Die Suche nach seiner Schwester betreibt er allerdings nicht sehr intensiv. Man spürt auch, dass er gewisse Widerstände hat. Vielleicht möchte er sie gar nicht so unbedingt finden. Das gibt der Romanautorin Helga Schütz die Gelegenheit, alle möglichen Nebenhandlungen einzuführen, Nebenfiguren fast zu Hauptfiguren zu machen, beispielsweise die Putzfrau des Adam Brühl. Dann wird er noch besucht von einem amerikanischen Freund. Der geht dann wieder ein bisschen verloren, muss dann gesucht werden. In den letzten Seiten des Buches endlich kommt man zu Potte. Man denkt, jetzt findet er die Anna Brühl. Nein, er findet nur ihren Sohn. Sie ist in Amerika. Und denn, und das ist jetzt die Pointe, Anna Brühl ist zurzeit in Hollywood. Naja, gut, also wir wissen zwar viel über den Inhalt, was taugt denn das Buch? Ja, das ist so einfach nicht zu sagen. Doch, das ist sehr einfach nicht zu sagen. Also ich will es mal mit einer Hilfskonstruktion versuchen und sagen, warum sind in deutschen Büchern Putzfrauen so wie diese Putzfrau, die einen Schriftsteller noch ernährt, von ihm zum Essen ausgeführt wird, die erotischste Verführung für diesen amerikanischen Professor ist. Das ganze Buch hat etwas, was mir zwei Vokabeln sagen. Es kommen nie Äste vor, es kommt immer Geäst vor. Gezweig. Gezweig und Geäst. Gezweig. Und ich denke immer, dann wird es lyrisch, sobald Gezweig vorkommt und Geäst. Und ein bisschen ist das Buch so. Aber man tut ihm Unrecht, denn die Helga Schütz versteht eines: Sie hat eine ungeheure Fülle von epischem Material. Sie hat diese Enklave oder Exklave, wie Sie wollen, ja, sehr schön geschildert. Sie hat die Brücke, die Glienecker Brücke geschildert. Sie schildert sehr schön Sie schildert wirklich sehr schön oder ist das nur so sehr schön, so nachgetröpfelt? Sehr schön. Sie haben so was Bedrohliches. Nein, ja. Weil mich dieses Buch ziemlich, ja, ein bisschen, nicht sehr geärgert hat. Und zwar aus folgendem Grund. Helga Schütz ist eine angesehene Autorin, die mehrere Bücher publiziert hat, als sie in der DDR lebte, wurden ihre Bücher auch im Westen verbreitet. Sie ist jetzt bald 60 Jahre alt. Dieses Buch ist für mich unerträglich. Es interessiert mich überhaupt nicht. Und zwar aus einem Grund vor allem. Es ist nicht so schlecht. Es ist nicht gut. Es enthält nicht einen überraschenden Satz. Es ist so wacker, so brav, so mittelmäßig. So mittelmäßig, wie man schreiben konnte. Ja. Solange die DDR existierte, da haben wir im Westen manche Kritiker gesagt, na ja, aber diese dunkle Atmosphäre ist im gewissen Sinne gegen die SED gerichtet. Sie kann das ja nicht offen sagen, aber zwischen den Zeilen finden wir diese Herr Reichernitzky, ich habe ein bisschen, jetzt geht das nicht. Ich habe ein bisschen den Verdacht, Sie rupfen hier schon wieder andere Hühnchen. Nee, welches? Nein, ich habe heute Abend zweimal gesagt, wir haben ein Buch zu hoch postiert. Das hängen wir jetzt zu machen niedrig, wir es ja, viel zu ja, niedrig. Ja. Die hat
leider kann man es nicht ganz loben. Ich glaube übrigens, dass das Buch am Ende so ein bisschen auseinanderfällt. Diese Figuren, also diese Anna kommt ja schon in einem Roman vorher vor, das Buch geht auch weiter, das ist ein Teil. Und in ihren besten Momenten hat sie etwas von einem Hans Faller da. Die sieht so viel. Zum Beispiel, wenn der Junge sagt, als er seine Schwester traf und die Schwester hat so, war so dreckig und sie hat so einen furchtbaren Dialekt, wie er sich seiner Verwandten, seiner lieben Schwester geniert. Das ist kein schlechter Einfall. Ja, also oder wenn Sie sagen, oder wie zum Beispiel, wenn der Physiker, der so ein bisschen als vertrottelt geschildert wird, wenn der plötzlich in einer Rede sagt, ich sehe übrigens, kommen die Entstalinisierung und die werden ja wahrscheinlich noch eine Mauer bauen, die wird kaputt gehen und die anderen denken alle, ist denn der verrückt geworden? Es gibt sehr jetzt viele Einzelheiten. Jetzt wollte ich dich unterstützen. Jetzt nimmst du die schlimmste Passage des Buchs. Ich hasse Prophezeiungen. Aber wenn sie doch eingetroffen sind, wenn jemand auf einmal sagt, ich werde sehen, wie die Mauer einstürzt. Das ist so wohlfeil, wenn man das heute schreibt. Aber das wird ein am 19. Es Jahrhundert. Kommt ja nicht darauf an, auf die Prophezeiung, sondern wie die anderen da alle reagieren in dieser Pressekonferenz. Sonst finde ich genau, was du sagst, das Buch ist, hat wirklich was Anrührendes in seiner Genauigkeit von so kleinen Leuteschilderungen. Aber es hat leider einen Fehler. Es gibt doch viele Fernsehzuschauer, die zappen, die immer von einer Sache zur anderen gehen. Und es scheint auch Autoren zu geben, die zappen. Wenn sie doch mehr bei einer Figur ein bisschen länger brüllen. Dazu sind die Figuren zu schwach. Sie geht immer zu weit. Die Figuren sind allesamt schwach. Aber. Wenn da wenigstens ein alter Moment. Da darf ich zu dem alten Präsidenten was sagen. Ja. Vielleicht ist das der Autor reingerutscht, aber eine Stärke dieses Buchs, das sind ja zwei Waisenkinder, ein Adoptivkind, und die stärkste Bezugsperson des Jungen heißt das ganze Buch die Stütze. Das ist die Hausgehilfin des Professors. Eine stärkere Bezugsperson kriegt er gar nicht. Und deshalb ist er auch gefühlsmäßig so verarmt, dass er also eigentlich vielleicht Angst hat, sogar seine Schwester wiederzusehen. Denn da könnte ja seinem Gefühl was passieren. Da könnte er in Bewegung. Und das finde ich ganz schön. Mich hat dann, allerdings habe ich gedacht, Entschuldigung, möchte nur einen Gedanken noch zu Ende bringen, falls es einer ist. Das Buch kam mir sehr allegorisch vor. Das waren dann doch die deutschen Zwillingsgeschwister, die getrennt werden und dann sich wieder suchen. Den Verdacht hatte ich auch, Herr Karasek. Ja. Ich dachte zunächst mal, das ist ja so kalkuliert. Natürlich müssen es Geschwister sein, die jetzt wieder zusammenkommen. Aber sie verfehlen sich. Ja. Gott sei Dank. Das tun wir ja jetzt wohl auch. Ja, aber Gott sei Dank würde ich sagen, dass sie immer so haarscharf an der wirklich aufdringlichen Metaphorik dann vorbeischrammt. Ja. Das ist ja fast schon eine Qualität. Könnt ihr mich informieren? Ist das nun ganz sicher, dass das Bruder und Schwester sind, die beiden? Das ist doch unsicher. Er möchte sich da vergewissern. Er weiß doch nicht, ob das wirklich seine Schwester ist. Ja, nie werden wir es erfahren. Ich glaube, da gibt es. Aber das ist doch gut. Jetzt ist das Schlimme. Nicht, dass wir es nie erfahren. Sie hatten aber beide es gar nicht erfahren. Sie hatten die Figuren sind doch so langweilig. Sie wollen ja auch über Bauern nichts wissen. Da ist zum Beispiel ein ganz rührendes Bauern-Ehepaar, wo er immer sagt: Gott, ja, wir können keine Tiere mehr halten. Meine Frau will das auch nicht. Muss wohl alles so sein. Es wird dann immer kümmerlicher. Das hat ein gewisses, tut mir leid, das hat ein bisschen Herz auch. Ja. Und warum soll man sich dafür nicht interessieren? Also jetzt kommen wir, mein lieber Joachim Kaiser, jetzt kommen Sie persönlich auf die Kitschebene. Jetzt kommen Sie schon mit dem Herz. Ja, es hat ein bisschen Herz. Es ist alles eine Frage. Herzlos ist kein Kompliment, Verehrter. Wenn ich sagen würde, Sie wären herzlos, hätte ich Ihnen kein Kompliment gemacht. Aber es wäre sehr schlimm, wenn Sie mir nur Herz und nicht Herz sagen. Nur, ich habe nicht gesagt nur. Nein, darauf, auf die Idee käme ich also nicht. Also zwischen Herz und Kitsch. Nein. Zurück zu diesem Und eine Frage. Ich erlaube mir Bieder, aber nicht kitschig. Bieder, es ist manchmal bittersüßer Kitsch drin auch. Na, da haben wir. Allmählich locke ich euch die Worte heraus, die Wahrheit. Die Wahrheit ist nämlich ein bisschen gemischt. Und es ist nicht entweder hundertprozentig schlecht oder hundertprozentig gut. Wir versuchen Ihnen klarzumachen, dass die Welt gemischt ist. Eine möchte ich gerne stellen. Darf ich eine Antwort ohne Frage geben? Das Buch liest sich sehr angenehm. Nein, ich habe gekämpft.
Ich meine, angenehm liest sich das Buch von dem Moody, dem Amerikaner. Angenehm liest sich das Kleber. Zerfällt. Hier stirbt man vor Langeweile. Das ist eine Qual, dieses Buch. Es zerfällt am Schluss ein bisschen. Es liest sich den ersten Teil ganz gut. Man hat das Gefühl, der zweite Teil ist bereits im Hinblick auf eine kommende Fortsetzung geschrieben. Ja, kann mir jemand das die Frage beantworten? Gefährliche Drohung. Gibt es stilistisch, sprachlich, formal irgendetwas, was darauf verweist, dass dieses Buch nicht vor 50 Jahren geschrieben wurde? Ja, da man nicht zitieren darf. Das ist so eine ganz altmodische Prosa, so wacker und brav. Kinder, das wollt ihr verteidigen. Warum eigentlich? Weil sie es angreifen. Ja, da eben. Das ist der Einzige. Ihr wisst, mir sollte die Helga Schütz dankbar sein, weil nur weil ich es angreife, versucht ihr zu sagen, es sei sehr gut. Nein, wir sagen nicht, Sie müssen mogeln, um ihre Position zu halten. Ja, niemand hat gesagt, sehr gut, nur Sie haben gesagt, sehr schlecht. Und da haben wir mit Recht gesagt, das ist falsch. Ja. Also, ich das bin ist das bereit, Reaktionsschema, das ich habe wir funktionieren. Nicht gesagt, sehr schlecht. Ich habe was anderes gesagt. Bei Goethe langweilig, haben Sie gesagt, ja, und fürchterlich. Bei und so, Goethe gibt es die Formulierung, die Gott und den Menschen verhasste Mittelmäßigkeit. Das ist diese Mittelmäßigkeit. Oh Gott, ist das wacker, brav und wieder. Jedoch, eins sehen wir klar. Wir haben über sehr unterschiedliche Bücher, die alle mehr oder weniger in den letzten 20, 30 Jahren spielen, gesprochen. Alle enthalten, wie Sie sagten, Nieten im Mittelpunkt, so gescheiterte Männer, schwache Männer, Schwächlinge. Antihelden im Mittelpunkt. Kein Zufall, dass überall Antihelden da sind. Und alle sind, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ihr werdet gleich brüllen, alle sind doch traditionell erzählt. Bisschen mehr, bisschen weniger. Aber wir haben immerhin von 5 Büchern, also, glaube ich, 3 gehabt. Entschuldigung. Flughunde traditionell erzählt, ja, das geht mir nicht in den Kopf. Aber traditionell. Nein. Denn Erzählen ist dann schon traditionell. Aber man kann wirklich, wenn man das Wort traditionell für Flughunde und für den Klima unnimmt, dann ist fast alles traditionell. Dann nennen Sie mir rasch mal was nicht traditionell ist und nicht Joyce ist. Also das Wort hat keinen Sinn. Hat ja nichts mit Das Wort hat aber keinen Sinn, wenn Flughunde traditionell ist, dann hat das Wort keinen Sinn. Die sind nicht traditionell. Nein, das kann man nicht sagen. Ist das aus 2 Perspektiven erzählt? Was ist da nicht traditionell? Das völlige Fehlen von Psychologie, das völlige Fehlen von Seelen, der enorme Rhythmus, das so erzählt wird, dass man das Gefühl hat, ein junger Mann will kein Urteil fällen, sondern überlässt es alles. Das ist kühn und ernst. Und wenn das auch traditionell ist, dann bin ich froh, wenn traditionell erzählt wird. Dass einer die Fakten und Figuren für sich sprechen lässt und nicht immer uns erklären will, der ist ein Schurke und die ist edel, das ist nur wirklich keine neue Entdeckung. Wie sprechen die Goebbels-Kinder für sich, wenn wir darauf gehen? Die werden doch erstaunlich nett. Man hat das Gefühl, es ist eine ganz hübsche. Die kritisieren, das ist ja das Ungeheuerliche, die kritisieren die Realität im Dritten Reich, ohne das Format, den Horizont eines Kindes zu überschreiten. Sie sagen immer wieder, ist ja merkwürdig, warum kriegen wir das nicht? Warum gibt uns die Mutter, benehmen wir keine Nachthemden mit? Weil sie merken, dass sie getötet werden sollen. Ja, eben, das würde ich auch kritisieren als Kind. Aber es hilft gar nichts, wir müssen mal Schluss machen. Wir können wirklich sagen, bei mindestens 2 Büchern von den 5, wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.